Und natürlich stecken wir knietief drin in der Religion, machen wir uns nichts vor. Denn der Kapitalismus ist eine Religion, ganz klar. Was brauchen wir für eine handelsübliche Religion? Wir brauchen zunächst mal den Glauben an ein übersinnliches Wesen. Das ist der freie Markt. Sie können seit Adam Smith bei allen Wirtschaftstheoretikern immer wieder die Formulierung von der unsichtbaren Hand lesen, die den freien Markt leitet. Und dem freien Markt wird von diesen Theoretikern auch eine Intelligenz zugesprochen, die höher ist als die des Menschen und die der Mensch deswegen gar nicht begreifen kann. Und aus dieser unterlegenen Intelligenz fordert zum Beispiel Karl Friedrich August von Hayek, einer der Vordenker des Neoliberalismus, vom Menschen die Demut, die Haltung der Demut und des Gehorsams gegenüber dem freien Markt. Was brauchen wir noch? Gotteshäuser, kennen Sie alle. Filialen der Deutschen Bank, Stadtsparkasse, Raiffeisenbank. In denen die Gläubigen in stiller Andacht ihren Gebeten nachgehen. Was glauben Sie, wie oft Sie beim Anblick eines Kontoauszugs den Satz "Oh mein Gott" hören? Wir haben Propheten, jede Menge. Ratingagenturen, der Jahresbericht der Wirtschaftsweisen oder für den Fundamentalisten der IFO-Index. Wir haben heilige Tiere, Bulle und Bär. Rituale ohne Ende, das Läuten an der New Yorker Börse. Oder die DAX-Werte, die mal als Laufband bei den Nachrichten vorbei zischen. Und wir haben natürlich auch Glaubenssätze, Dogmen, Mythen, wie sie jede Religion braucht. Da ist zunächst mal der Mythos vom angeblichen Leistungsträger. Die Leistungsträger dürfen nicht mit Debatten über Reichensteuern vor den Kopf gestoßen werden. So der Premium-Ökonom Horst Seehofer. Sie können die Behauptung, dass unsere angeblichen Leistungsträger sich bei einem höheren Steuersatz wie ein scheues Reh in einen Wald mit niedrigem Steuersatz zurückziehen, immer wieder lesen, in verschiedenen Formulierungen. Bei Marc Beise, dem neoliberalen Wirtschaftsredakteur der Süddeutschen Zeitung, klingt das so: Schon heute ist der Zugriff des Staates leistungshemmend. Immer wieder dieselbe Behauptung, das Dumme ist nur, es stimmt halt nicht. Wer von Ihnen hat je auf ein gutes Geschäft verzichtet, weil er durch den dadurch zu erwartenden Gewinn höhere Steuern hätte zahlen müssen? Kein Mensch. Warren Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt und eine Investorenlegende, hat in dem Zusammenhang mal gesagt, höhere Steuern haben überhaupt keine Auswirkungen auf Investitionen. Menschen investieren, um Geld zu verdienen. Um höhere Steuern haben sie noch nie gekümmert. Noch wirkmächtiger ist allerdings das Dogma von den furchtbaren Folgen einer Staatsverschuldung. Der Staatsverschuldung, das ist der Teufel, der Gott sei bei uns, der von der Religion des Kapitals an die Wand geworfen wird. Und gegen diesen Teufel hilft nur ein absolut reines Wesen. Und dieses reine Wesen, es steigt herab in Gestalt eines Engels, in Gestalt der schwäbischen Hausfrau. Würde sie mehr Geld ausgeben, als sie hat? Oh nein, das würde sie nicht. Nicht die schwäbische Hausfrau. Gut, die schwäbische Hausfrau muss jetzt auch keine Krankenhäuser sanieren, Straßen reparieren, versuchen, Bundeswehrhubschrauber zum Fliegen zu bringen. Deswegen ist der Vergleich des privaten Ausgabeverhaltens der schwäbischen Hausfrau mit volkswirtschaftlichen Fragen des Staatshaushalts völlig absurd. Er wird aber von Wolfgang Schäuble und anderen immer wieder gezogen, weil sie es mit diesem Vergleich auf eine emotionale Ebene bringen. Und schon sehen wir sie vor uns, nicht wahr? Die schwäbische Hausfrau, wie sie da sitzt in ihrem kleinen Kämmerlein, wie sie wimmert, scharfe Häusle baue, Hund verkaufe selber Bälle. Und wir wissen, jeder, der diese Frau dazu zwingt, Schulden zu machen, ist ein Schuft, ein Ungläubiger, noch schlimmer. Jemand, der verlangt, dass ein Staat Schulden macht, vergreift sich an der nächsten Generation. Gott stehe uns bei, er missbraucht unsere Kinder. Und das, obwohl das Argument der Generationengerechtigkeit bei uns doch seit 15, 20 Jahren ausschließlich dazu verwendet wird, den Sozialstaat zu privatisieren, ihn abzubauen und Gesindel wie Riester, Rürup, Raffelhüschen und Maschmeyer so die Taschen vollzustopfen, dass zumindest deren eigene nächste Generation schon mal kein Problem mit Altersvorsorge haben wird. Und natürlich findet sich auch... Natürlich findet sich auch für die Behauptung, dass eine zu hohe Staatsverschuldung die Wirtschaft lähmt, ein paar Ökonomen, die etwas dazu gesagt haben. Professor Rogoff und seine Assistentin Reinhardt haben vor ein paar Jahren eine Zahl veröffentlicht und sie haben behauptet, dass bei einer Staatsverschuldung, die 90% im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt übersteigt, die wirtschaftlichen Kräfte einzubrechen beginnen. Halleluja, gepriesen seien die neuen Propheten, das Dumme ist nur, stimmt schon wieder nicht. Ein Student hat mal eben nachgerechnet und ganz schnell festgestellt, dass bei einer Verschuldung über 90%
die Wirtschaft nicht etwa um 0,1% einbricht, wie von den Professoren behauptet, sondern um 2,2% weiter wächst. Trotzdem ist diese falsche Zahl benutzt worden, unter anderem um die grausamen Sparpakete in den südlichen Ländern Europas zu rechtfertigen. Aber der Glaube überwindet Zweifel. Und das Wort zum Sonntag sprach vor einiger Zeit Pfarrer Wolfgang Schäuble in der Haushaltsdebatte des Deutschen Bundestages, als er wortwörtlich sagte: Das Vertrauen der Investoren ist der wichtigste Rohstoff in einer sozialen Marktwirtschaft. Halleluja, der Kapitalismus ist eine Religion. Und wie die meisten Religionen wird sie querfinanziert. Wie das Ganze nämlich finanziert wird, hat unsere Gesellschaft funktioniert, hat der BGH mal aus Versehen in einem Mietrechtsprozess entschieden. Dort hat er kategorisch festgelegt, alle Parteien eines Mietshauses zahlen für die Betriebskosten des Aufzugs. Auch die im Erdgeschoss, die diesen Aufzug niemals benutzen. Halleluja. Und so lauten die 10 Gebote in der Religion des Kapitalismus. Erstes Gebot: Ich bin der freie Markt. Du sollst für den Aufzug auch zahlen, wenn du ihn nicht benutzt. Zweites Gebot: Du sollst an den Worten Hans Werner Sinns nicht zweifeln. Drittes Gebot: Du sollst den Weltspartag ehren. Viertes Gebot: Du sollst Mutti ehren. Fünftes Gebot: Du sollst nicht töten, außer Pastor Gauck sagt dir wann und wen. Sechstes Gebot: Du sollst nicht Ehe brechen, sondern 3 Kinder zeugen, auf dass du den Moslem übervögelst. Siebtes Gebot: Du sollst nicht stehlen, es sei denn, du machst deinen Diebstahl so groß, dass er systemrelevant wird. Achtes Gebot: Du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, wieder deinen Nächsten. Wenn du sowas machen willst, geh halt zu FIFA. Neuntes Gebot: Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, es sei denn über einen Immobilienfonds mit 8% Rendite. Zehntes Gebot: Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Markt, Vieh, noch was dein Nächster hat. Versuch's beim Übernächsten. Und damit all das auch wirklich gut funktioniert, gibt es ein 11. Gebot, das nur für uns Deutsche gilt. Den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten. Und